So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Review. Was war da denn los? Das letzte Review ist bestimmt schon ein Jahr her, gefühlt. Denn durch Corona und das ganze Hin und Her konnte man ja nicht ins Kino gehen. Beziehungsweise es war erschwert. Jetzt unter strikten Auflagen konnte man wieder mal ins Kino gehen. Es war aber auf jeden Fall alles anders als sonst. Es fühlt sich alles anders an. Aber trotzdem, Hauptsache man sitzt am Ende da und guckt den Film. Und welchen Film haben wir geguckt? Meiner Meinung nach gab es in letzter Zeit eigentlich gar nichts Interessantes. Die Leute wussten schon, dass keiner ins Kino geht. Deswegen haben sie auch gar keine Kinofilme rausgebracht. Nur Bullshit. Aber ein Film hat uns brennend interessiert. Und das war, wie hieß er nochmal? Unhinged. Auf jeden Fall richtig komischer Name. Unhinged. Hinged. Ich musste erst noch 20 Mal googeln, damit ich auch den richtigen Filmtitel raussuche. Außer Kontrolle oder so im Untertitel. Aber Unhinged mit Russell Crowe. Kennt ihr noch Russell Crowe von A Gladiator? Sexy, jung, sympathisch. Und jetzt bei Unhinged sah einfach aus wie ein Penner mit so einer Plauze dran, was schon wieder ein Widerspruch an sich ist, denn Penner haben normalerweise keine Plauze, weil die sind ja immer am Hungers, in der Hungersnot und magern ab, aber eher einfach so ein wohlerhabener Penner mit dickem Bauch, mit Bart, mit tiefem, bösen Blick. Ich habe mir den Anfang von dem Film ganz anders vorgestellt. Ich dachte ja wirklich, also für die Leute, die gar nicht wissen, um was es geht, ich dachte wirklich, es geht darum, da ist ein Mann, der erfährt jetzt gerade, okay, meine Frau hat mich verlassen, meine Frau hat mich betrogen, hat mich verlassen, will die Scheidung, nimmt mir alles weg, alles ist richtig behindert, ich habe einen richtig verkackten Tag, ich sitze in meinem Auto, ich bin voll abwesend, weil mich das alles beschäftigt und dann kommt da so eine blöde Kuh hinter mir, hupt mich ständig an und ist total aggressiv und nervig und das Einzige, was ich von ihr wollte, ist, dass sie sich dafür entschuldigt an der nächsten Ampel, dass sie halt, weil jeder mal einen schlechten Tag haben kann, dass sie halt so aggressiv war. Jetzt hat das aber schon ganz anders angefangen. Es war ja gar nicht so, dass der Mann am Ende seiner Kräfte war und dann das Hupen auf der Autobahn das i-Tüpfelchen war, weshalb er dann durchgedreht ist. Sondern der Film ging ja direkt schon so los, dass er schon durchgedreht war und hat schon das ganze Haus niedergebrannt, hat die Frau ermordet, hat den Mann ermordet. Der ist von Anfang an hat er schon komplett gewütet und so psychopathisch, wie er dann drauf war, ist er in sein Auto, wurde eigentlich gesucht. Der Film ging einfach wirklich nonstop, Stück für Stück hat sich das gezogen. Dann kam die Frau auf der Autobahn dazu und nicht, er hat jetzt ja keinen Grund durchzudrehen, er wäre eh durchgedreht wegen irgendwelchen Sachen, dieses Schauspielerische, so einen Psychopathen zu spielen, dieses böse, abgründige, das fand ich so genial, das fand ich so interessant. Schon bei Split fand ich es interessant, so einen schizophrenen Dude zu spielen. Also ich nicht, aber wieder das rübergebracht wurde, wenn ihr wirklich so ein Gehirngulasch habt. Und jetzt bei Russell Crowe, ich finde, er hat das so genial gemacht, so genial diese Rolle gespielt. Ihr habt das wirklich mit welcher brutalen, eiskalten Härte, der da vorgegangen ist. Der Film war wirklich sehr brutal, sehr gewaltig in seinen Darstellungen. Der hat wirklich von nichts Halt gemacht. Und nur weil er dann im Stau, also angehupt wurde, von der Dame und die sich nicht bei ihm entschuldigt hat, hat er sich geschworen, ihr das Leben zur Hölle zu machen, ihr zu zeigen, was ein schlimmer Tag sein kann, wie ein Tag einfach schlimm enden kann. Und das Gute bei dem Film, erstmal wurden die Leute vorgestellt, ein bisschen so, ihr habt also gesehen, die Frau mit ihrer Familie, alles drumherum, keine Ahnung, dann kommt sie da auf diesen Highway und dann hat sie direkt den Kontakt mit ihm und seit dem Kontakt mit ihm kam der Film ins Rollen und hat auch nicht mehr aufgehört, sich zu bewegen. Und das kenne ich sonst gar nicht, wenn man mal vergleicht mit irgendwelchen Actionfilmen. Da fängt es an, ein wuchtiges Intro, dann ist alles ruhig. Dann kommt Geschichte, 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 Dialoge, sonst was hin und her, die ganze Fahrt wird rausgenommen, zwischendurch gibt es nochmal eine Explosion, dann wird es wieder ruhig und dann kommt das große Finale, wo wieder gemetzelt wird, sozusagen.
Aber Unhinged hat meiner Meinung nach das richtig gut durchgezogen. Seitdem er auf der Autobahn ihr begegnet ist, hat sie einfach keine ruhige Minute mehr gehabt. Selbst wenn sie dachte, sie hat ihn abgehängt, sie ist in Sicherheit, irgendwas, hat er sich einfach jemand anderes geschnappt aus ihrem Umfeld, hat dem das Leben zur Hölle gemacht, wieder mit seiner brutalen, eiskalten, unberechenbaren Härte, so richtig skrupellos, wieder dann mit den Leuten, von einem Moment der liebste, netteste Mensch und dann plötzlich wieder zack. Also das fand ich so gut, dass der Film einfach komplett spannend war, vom Anfang bis zum Ende nichts verloren hat, da gab es keine Durststrecken und viele Momente hat man gedacht, jetzt wird er weich, das macht er nicht, ne? Aber er hat's gemacht und das war das Brutale an dem Film, der hat Grenzen überschritten, der hat einfach alles wirklich, was ihm in den Weg kam, beseitigt, ermordet, sonst was, der hat keinen Halt gemacht, weder vor Frau noch Kindern, alles weg, hin und her und ihr konntet so richtig diese tiefen menschlichen Abgründe sehen, beziehungsweise was passiert wirklich, wenn ihr euch selbst aufgebt, wenn ihr einfach so viel gelitten habt, dass euch alles egal ist und ihr total besessen dann seid. Und der Film soll auf jeden Fall auch aufmerksam machen, der soll auch warnen. Gerade die Schlussszene fand ich nochmal richtig toll, als sie dann auf einer Kreuzung stand und ein anderes Auto kam angefahren und sie wollte schon wieder hupen, weil sie das ja normalerweise gemacht hätte, aber ihr Junge hat auch gesagt, das war eine gute Entscheidung, dass du nicht gehupt hast. Achtet doch einfach mal mehr auf eure Umwelt, auf euer Umfeld. Seid doch einfach mal ein bisschen menschlicher zueinander, solidarisch. Geht nicht raus und habt schon so eine schlechte Grundlaune und belegt einfach jeden. Und ich sehe das bei Pupsi, wenn wir im Auto fahren und unterwegs sind und da fährt einer da drüben und so und sie gleich, was ist denn das für ein Arschloch? Du könntest nicht schon wieder. Und ich sage, ist doch alles okay? Hätte dir auch passieren können, ne? So, man muss einfach wirklich mal Rücksicht nehmen. Rücksicht. Und der Film bringt das im Endeffekt schön rüber, denn hätte sie anders reagiert am Anfang. Er hatte einen schlechten Tag, wirklich. Er war in Gedanken. Er hat da kurz nicht reagiert, als grün war. War es sein Fehler, ihrer Meinung nach? Er hat sich dafür entschuldigt. Aber das Einzige, was er wollte, dass sie sich auch dafür entschuldigt, dass sie ihn dann so aggressiv angegangen ist, hat sie nicht gemacht. Mittlerweile würde sie es vielleicht machen beim nächsten Mal, beziehungsweise würde gar nicht erst jemanden so aggressiv angehen. Und das, diese Aussage auch dahinter, dieses, was der Film hinterlässt, vielleicht gehen andere mittlerweile anders um mit ihrer Umwelt. Wenn sie das sehen, wenn sie das mitkriegen so und überlegen sich halt zweimal, muss man immer gleich durchdrehen, muss man immer gleich beleidigen, muss man immer gleich Finger zeigen, muss man huben, muss man rumschreien oder kann man nicht einfach mal rücksichtsvoll sein? Es kann jedem mal passieren, jeder kann mal einen schlechten Tag haben, jeder kann mal in Gedanken sein. Ist das ein Grund, gleich niedergemacht zu werden? Seid einfach rücksichtsvoll, das hat der Film ganz gut rübergebracht am Ende, denn ihr seht, was sonst passiert. Hupt niemanden an, wenn ihr nicht auch verfolgt werden wollt den ganzen Tag. Das fand ich eben so genial und auch die Härte des Films und dieses Schauspielerische von Russell Crowe und auch, dass der Film einfach immer Fahrt behalten hat, es keine Durststrecken gab, das hat mir besonders gut gefallen. Ich würde den Film auf jeden Fall meiner Sammlung hinzufügen. Wenn es den dann mal gibt auf DVD, Blu-ray, würde ich den mir sogar kaufen, würde mir den natürlich nochmal angucken. Für mich beste Entscheidung gewesen, noch gestern kurzfristig da reinzugehen mit der Mama. Ne? Wir wollten den ja schon ewig gucken, dann haben wir gedacht, er läuft bestimmt gar nicht mehr, dann haben wir es immer verpasst. Dann gestern ganz spontan einfach, komm, wir fahren jetzt einfach darüber. Haben wir gemacht, vorbestellt, zack, zwei Karten reingesetzt. Und ich war begeistert auf jeden Fall. Mama fand den Film auch gut. Habt ihr den Film gesehen? Würdet ihr den Film vielleicht auch gucken? Jetzt, wo ich euch drauf heiß gemacht habe? Oder holt ihr euch den anderswo irgendwie? Schreibt es mal in die Kommentare. Unhinged mit Russell Crowe. Auf jeden Fall richtig genialer Film. Ob man den jetzt unbedingt im Kino gucken muss oder ob das zu Hause reicht, steht wieder auf einem anderen Blatt. Ich fand es trotzdem gut im Kino, da diese dramatische Musik und dieses Brutale nochmal richtig gewaltiger rüberkam.
Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und schreibt mal rein, was war euer letzter Kinofilm, den ihr geguckt habt.